Hallo Freunde, so, ich hatte ja gesagt, wir machen jetzt ein paar Videos, immer zu Fragen, die zu dem Geschirr kommen. Und die nächste Frage ist, die immer wieder auftaucht, das Geschirr verrutscht. So, jetzt haben wir hier unser Raketchen, hallo Raketchen. Und zwar, Jesse, mach mal den Kopf gerade. Man sieht, dass wir das Geschirr, also wirklich, ich weiß nicht, ob man es, ich versuche mal, sehr, sehr locker eingestellt haben, ne? Also hier kriege ich, boah, die ganze Hand kriege ich hier locker rein. Und das Geschirr geht hier rüber. Gerade wenn der Hund im Leerlauf ist. Also im Leerlauf ohne Leine, nicht wahr? Und genau das ist das, was wir wollen. Wäre das Geschirr zu stramm eingestellt, dann würde Folgendes passieren. Vorstellen, wie ein Korsett. Wir würden dem Hund jedes Mal an der Wirbelsäule ziehen, wenn eine Seitwärtsbewegung käme. Ja, und wir würden ihm die Wirbel... Der Hund findet das total scheiße. Und so ist es eigentlich richtig. Ne? Das Geschirr ist ja nicht am Hund festgetackert, sondern in der freien Bewegung. Und läuft der Hund frei durch die Gegend, dann verrutscht es nur mal leicht. Aber das ist genau das, was wir wollen. Und wir wollen ja auch eins, der Bert hat das in dem Video so schön erklärt, das perfekt passende Geschirr, dass der Hund ja eine Sportmaschine ist. Und wäre, wenn unser Raketchen hier... Wenn die rennt, dann füllt der ganze Brustkorb sich ja mit Luft. Das kennen wir früher vom Sportunterricht oder wo wir auch nochmal sportlich waren. Und dann würde dieses Geschirr den Hund wirklich einschneiden. Und das ist das, was wir nicht wollen. Also die Geschirre schön locker einstellen. Wenn das Geschirr sich etwas zur Seite neigt, das ist gewollt. Für uns Menschen ist das vielleicht ein optischer Mangel. Aber es ist eigentlich so perfekt eingestellt. Ja? In diesem Sinne, Eila, Eila, Mahlzeit.